Herzlich willkommen bei MODEX 3D Europe. Mein Name ist Atix Joe. In diesem Video werde ich vorstellen, wie man in unserer neuen Schnittstelle in Studio die Modellvorbereitung und Simulation durchführen kann. In Studio sind das CAD- und Analyseprogramm vorhanden. Damit muss der Benutzer nicht zwischen Programmen wechseln. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir in das Studio rein. Nun erstelle ich ein neues Projekt. In diesem Fenster können wir einen neuen Namen eingeben oder den Ordner für dieses Projekt wechseln. Gehen wir jetzt auf Modell. Die Modellvorbereitung unterscheidet sich in drei Schritte. Erstens Dateiimportierung, dann die Konstitution des Angus- und Kühlsystems und aus der letzten Stufe das Vernetzen auf das ganze Modell. Zum Vernetzen verwenden wir das eDesign-Verfahren. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Aber zuerst die Dateiimportierung. Es ist möglich, einen Artikel über zahlreiche Standardschnittstellen zu importieren, wie zum Beispiel STL, IGS, STP. Durch das Doppelklicken auf das Modell kann ich das jetzt aus einem Bauteil definieren. Bei der Konstruktion eines Angus-Systems erfolgt zuerst das Erstellen eines Anschnitts oder mehreren Anschnitte. Hier durch ein einfaches Klicken kann ich einen Anschnitt an das Bauteil legen. Und an dieser Seite kann ich die Länge und die Durchmesser modifizieren. Mehrere Anschnitte zu erstellen ist auch hier möglich. Der Anguskanal kann auch über einen Klick auf diesen Knopf vollautomatisch erzeugt werden. An dieser Seite kann ich die Trennrichtung verändern. An der nächsten Seite kann ich die Größe modifizieren. Beim Kühlkanalsystem ist auch alles sehr einfach. Jetzt erstelle ich ein Werkzeug. Und dann die Kühlkanäle. Einstellgrößen wie die Richtung, die Anzahl, Durchmesser und sogar der Abstand zwischen Kanälen können unendlich werden. Die Benutzer haben auch die Möglichkeit, an dieser Seite zu entscheiden, wo sich die Kanäle befinden und wie sie miteinander verbinden. Zum Beispiel mit Schläuchen oder mit Kanälen. Anschließend ist das Erzeugen der Eingänge und Ausgänge. Das ganze Werkzeug, bevor wir das Modell vernetzen, muss sich einmal überprüfen lassen. Da können die Benutzer wissen, ob es Probleme gibt
wie zum Beispiel Überlappen zwischen zwei oder mehreren Artikeln. Hier im Dialogfenster steht OK, dann gehe ich, das Modell zu vernetzen. Zum Vernetzen gehe ich auf diesen Knopf. Zum Vernetzen gehe ich auf diesen Knopf generieren und jetzt wähle ich ein Level. Ihr hört, dass Genauigkeit Level ist, umso genauer sind die Simulationsergebnisse. Aber umso länger dauert die Kalkulation. Normalerweise empfehle ich mindestens Level 3 zu vernetzen anzuwenden. Aber jetzt möchte ich, dass das Vernetzen schnell abläuft. Also jetzt verwende ich Level 2. Jetzt haben wir ein vernetztes Modell. Dann müssen wir nur noch das ganze Modell überprüfen. Nun können wir das Modell für die Simulation freigeben. Wenn wir auf dieses Icon gehen, dann können wir ein Material auswählen. Entweder von Anwenderbank oder von den Materialassistenten. Im Materialassistenten sind aktuell über 8000 Materialien hinterlegt. Okay. Und die Suchfunktion erleichtert das Finden eines ausgewählten Materials. Durch das Doppelklicken wird das Material zum Projekt hinzugefügt. Prozessfenster können die Einstellgrößen bearbeitet werden, wie zum Beispiel Füllsei, Nachdrucksei, Lufttemperatur, Kühlmedium hier in dieser Seite und sogar Werkzeugmetall. Zur Simulation haben wir mehrere Optionen. Jetzt wähle ich die vollständige Analyse. Deswegen nach der Kalkulation können wir die Ergebnisse der Füllphase, der Nachdruckphase, Kühlphase und des Verzugs ermitteln. In Berechnung sind wir auch in der Lage, die Berechnungsparameter zu bearbeiten. Und zum Beispiel wir können uns entscheiden, wie viele Timesteps es in der Führphase und der Nachdruckphase geben soll. Und nach der Simulation werden die Simulationsergebnisse zu diesem Zeitpunkt abgebildet. Jetzt starte ich eine Simulation. Im Computer Manager kann ich den Progress jeder Simulationsstufe checken. Und nach der Simulation werden die Ergebnisse vorhanden und dann können die Benutzer sie ermitteln. Okay, ich habe euch gesagt, wie man die Modellvorbereitung und die Simulation im Studio durchführen kann. Ich hoffe, dass
euch dieses Video gut gefallen hat. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, dann schreibt uns bitte an diese E-Mail-Adresse. Bis das nächste Mal. Ciao.